Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Immer noch ohne Facecam, aber das wird sich hoffentlich in Zukunft bald ändern. Wir stehen hier auf dem Launchpad mit einer unserer relativ großen Raketen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was da drunter ist, aber ich verrat's auch nicht, bis wir im Orbit sind. Also würde ich sagen, wir machen einen Direktstart in 3, 2, 1, Liftoff. Ihr seht schon, die Rakete ist relativ langsam, obwohl es so viele Antriebe hat. Das liegt daran, dass hier oben sehr, sehr viel drin ist und dies für eine einzige Mission auch gebaut wurde, und zwar zum Refueling auf Wackezeichen verraten. Ja, das war jetzt nicht der Plan. Ja gut, dann wisst ihr es jetzt schon, das ist eine der Refueling Stations von vor Jahren, als die Mission angefangen wurde, den Alpha Centauri zu tanken, um mit einer Mission einen Tankvorgang durchführen zu können, haben wir eine der größten Tanker gestartet, die es gibt, und somit sehr, sehr viel Möglichkeit gehabt, oder eine sehr einfache Möglichkeit gehabt, die ganze Rakete aufzufüllen. Ist relativ groß, relativ schwer, hat aber auch massenweise Treibstoff mit und kann somit das schöne Schiff oben auftanken. Deswegen brauchen wir auch diese große Lower Stage, um hier einen Flug durchführen zu können. Außerdem habe ich in der Zwischenzeit einen neuen Trägerraketentyp entworfen, welcher in Zukunft auch von hier starten wird und hoffentlich vollkommen autonom. Wir werden sehen, wie gut das funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert gut. Wenn ja, wäre das genial, denn wir könnten unsere Starts von Raketen pro Folge vervierfachen, wenn wir wollen, weil wir einfach mehrere Raketen gleichzeitig per Skript starten können. Und es ist ja gleich auch sehr cool zuzuschauen, wie ein Skript automatisiert ein was auch immer du hochschicken willst, einfach in den Orbit schickt. So, wir schauen mal währenddessen, was unser Antrieb sagt. Ich glaube, wir können uns schon viel weiter beugen mit einem Apoapsis von 50 Kilometern. Sind wir gut dabei. Ihr seht auch, es ist Stainless Steel, komplett designt. Relativ einfach, ohne Verfärbungen, wie damals die guten alten Starships oder Seal Number 9 oder Seal SN 15, SN 20. Die sind ja alle so relativ easy designt worden. So, jetzt sind wir schon bei 80.000. Das macht es natürlich für unsere Rakete relativ einfach, sich zu drehen. Ich merke jetzt schon wieder ein Leck, das ist Katastrophe. Und je höher wir kommen, desto besser ist es, weil wir eine weitere Flugbahn noch haben. Versucht es natürlich jetzt noch mit der Laune. Okay, hat nicht funktioniert. Wir haben die nächste Stage direkt aktiviert hier. Die darf direkt uns in den Orbit befördern. Wir tun noch die zwei Sachen hier in eine andere Stage bringen. Ihr seht, es hat nicht unbedingt sehr viel Schub und auch nicht viel Kraft drin, aber es tut uns ein bisschen noch helfen. Und das ist alles, was wir eigentlich brauchen, weil wir haben 120 Kilometer Apoapsis, 125 Kilometer Apoapsis eigentlich. Von daher haben wir noch eine weite Flugweg, aber er hilft uns schon mal, die Stage zu aktivieren und danach die nächste Stage zu aktivieren, welche relativ stark ist. Mit 20 Zündungen ist diese natürlich geeignet für viele Sachen. So, wir befinden uns jetzt auch schon im Weltraum. Wir geben hier Vollgas. Was das Zeug hält, wird hier Gas gegeben. Was natürlich genius ist. Ja, jetzt haben wir nicht mehr viel, aber ihr seht, es hat viel gebracht. Für mich ist so der Knackpunkt die 350 Kilometer unter der Oberfläche. Weil ab dann habe ich immer das Gefühl, es geht relativ schnell nach oben, was natürlich genial wäre. Also ich habe so das Gefühl, ab 350 Kilometern
unter der Atmosphäre geht es immer relativ schnell. So, wir schalten mal alles aus. Hier sehen wir schon der dicke Tanker, der sich unter der Hülle verbirgt. Wir haben jetzt die ganzen Methanantriebe gestartet. Diese sind hervorragend für solche Missionen geeignet. Wir aktivieren auch währenddessen mal die inneren Solarpaneele. Wir brauchen ja nicht unbedingt so viele. Ist noch ein relativ simples Design immer gewesen. Einfach nur der Tank drin mit tonnenweise an Material zum Auffüllen. Hier oben ein großes lineares Stabilitätsmodul. Wir tun hier jetzt die Antenne auch ausfahren. So. Dann sind diese jetzt auch vorbereitet. Und wir geben uns noch ein bisschen höher in die Atmosphäre, um das ganze Ding hier zu bewegen. Perfekt. Systeme sind ready. Funkverbindung steht. Ich würde sagen, wir sind bereit, um in den Orbit zu fliegen. 130, wir starten die Triebwerke mit voller Last. Vorteil ist natürlich, wir können nachher, um dementsprechend weniger Schub zu haben, auch nur rein theoretisch die mittleren drei hier aktivieren und die anderen drei ausschalten. Was es natürlich relativ einfach macht, hier auch die Stärke zu verändern. Man merkt natürlich, wir tun relativ viel auf Verbrauchen. Es geht relativ schnell runter. Dafür haben wir halt dementsprechend auch den Thrust. Und natürlich, was hier der Unterschied ist, du musst dauernd kühlen. Braucht Strom, deswegen brauchst du eigentlich auch relativ viele Solarpaneele für so eine Mission. So, wir schauen, dass wir uns schön tief halten. Perfekt. Periapsis ist beinahe über der Körbenoberfläche. Das ist je perfekt dann. Ja, schön. Wir steigen weiter, 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 wir steigen weiter. Wir schalten aus. Und ihr seht schon, unser Orbit steigt stetig, aber wir warten jetzt, bis wir hier vorne sind, um dann wieder einen Vorwärtsschwung zu aktivieren. Und diesmal würde ich auch nicht alle Triebwerke aktivieren, sondern wirklich nur die bestimmten paar, die in Zukunft auch fliegen sollen. Zack. Wie gesagt, hier ist nicht so alles eingestellt, weil die damals ja für andere Missionen oder auch härtere Missionen gedacht war. So. So haben wir nicht auch eine höhere Ausfallsicherheit, weil wir jederzeit noch Antriebe übrig haben, rein theoretisch. Was natürlich perfekt ist. So, wir steigen mit dem jetzt hier auf 300.000. Beziehungsweise ich würde gleich auf 400.000 steigen. Einfach weil wir es können. So. Die Seite steigt jetzt natürlich stetig. Das sieht man schön. Der Apoapsis hat sich jetzt gedreht und ist gegenüber von uns wieder. Und steigt langsam, aber stetig. Perfekt, wir haben uns angenähert hier rum und haben hier vorne schon Alpha Centauri V2. Wir können jetzt natürlich mal schon mal versuchen, ein Manöver hinzuzufügen, was das hier als Ziel hat. Ah, ich hasse es. Jedes Mal wieder ist es dasselbe. Manöver auswählen, hochziehen. Und ich darf wieder nicht interagieren. Ey, es gibt so Probleme teilweise mit diesem Mod. Next Orbit, perfekt. Dann würde ich den gerne anpassen.
Ich hasse es. Jedes Mal dasselbe. Komm schon, es kann doch nicht so schwer sein, dass seit ein paar Updates irgendwie, habe ich das Gefühl. Dass ich nicht mehr gescheit interagieren kann mit unseren Manövers. Manövers. Das ist echt eine Katastrophe. Sobald ich irgendwas anderes anklicke, ist es vorbei. Sobald ich das... Oh Mann! Okay, screw this plan. Ich krieg echt einen Anfall noch von, ne? Wir hüpfen hier vor. Und höre eben den Orbit einfach mit an. Genug Zeit sollten wir hoffentlich noch haben, bis der Tag kommt. 31 Tage. Crew hätten wir ja rein theoretisch dabei. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen hochschicken. Genauso wie, dass wir halt noch weitere Raketen haben, die auch hoch müssen. Beziehungsweise weitere Module, für den Plan eigentlich vorgesehen sind. Booster K1, Testmission Sonde. Ja, die muss ich mir mal anschauen, was das zur Hölle ist. Weil die scheint da auch irgendwo nirgendwo rumzufliegen. Ich finde es immer noch erstaunlich, wie manövrierfähig eigentlich dieser Booster ist. Wir haben auch tonnenweise Monotreibstoff dabei. So, jetzt sehen wir nochmal die Seite an. So ganz gemütlich. Wir haben immer noch hoffentlich genug Treibstoff dabei. Schaut aber sehr, sehr gut aus. Man muss echt sagen, das schaut echt noch sehr fein aus. So. Sollte der Orbit schon wieder passen, genau. Und jetzt können wir mal so ein bisschen vorspulen. Weil wir natürlich in einem niedrigeren Orbit. Schneller aufholen. Jetzt darf ich gleich, pass auf, jetzt darf ich gleich wieder nichts verändern. Hab ich jetzt schon... ist die Frage, wer ist wo? So. Schubzeit ist eine Minute, wir starten. Oh, scheiße. Wir gehen drin ein paar Triebwerke hoch. Somit haben wir die Geschwindigkeit runterversetzt, die wir brauchen. Und können den Orbit anpassen. Das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt so geplant gewesen, wie es jetzt hier passiert, aber was willst du machen? Was willst du machen? Es ist halt nun mal so und man kann daran nichts ändern. Ja, aber es wird auch gut funktionieren, hoffe ich. Wir werden schauen, dass wir auf dem Weg noch ein paar vielleicht kleine Adjustments machen können, dass wir noch näher rankommen. Ansonsten nehmen wir das halt vor Ort vor. Wir haben genug Tank dabei, um hoffentlich nachzufüllen und auch das Ding zu deorbiten, weil das ist ja auch immer so die eine Sache. Man muss das Ding auch wieder zu Kerbin zurückbringen. Ansonsten hat man so einen fetten Tank da rumschweben,
Den man nicht ohne weiteres deorbiten kann. Das wäre natürlich ungut. Hör auf! Stimmt. Ich hasse es. Er sagt so, jo, das passt noch, und dann tut er es wieder abändern. Das Gute ist, du kannst es ja so abändern, dass es wieder passt, rein theoretisch. Da muss man halt nur... die dementsprechenden Punkte beachten, wohin er fliegen soll. Wenn er so auffällig schon in die Richtung fliegen will. Muss man halt immer gucken, dass man... passende Richtung angibt. Perfekt. Ohne RCS ausrichten. Wir schweben natürlich schon wieder im Dunkeln. Aber wir kommen gut voran. Besser hätte es nicht laufen können. Aber Leute, den Treffpunkt machen wir in der nächsten Folge. Ich bin vollkommen aus dem Konzept seit ein paar Tagen. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich wegen Schule. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.